Mir, mein Purzel, wir kriegen das schon hin. Jetzt mach nicht schlapp. Ich habe auch mein schickes Auto habe ich auch mitgebracht. Dann können wir hier ganz schnell von dann ziehen. E00. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ja, das ist hier wahrscheinlich die Mutti des Hauses. Oma, Opa. Instinktiv würde ich jetzt erstmal sagen, es ist eine Oma. Nicht in dem besten Zustand. Die hat auch schon so einige Jahre hinter sich. Und E00. Was auch immer er uns damit sagen will. Püppchen. Da ist ein Püppchen. Also ich merke schon, für Spielzeug wurde gesorgt. Du hattest Abwechslung. Oh, hier ist auch noch eins. Die sieht aus wie Mia, ne? Ob das Zufall ist? Auf die Geräusche gebe ich hier schon gerade gar nichts mehr so richtig. Es knackt und knistert ja sowieso in allen Ecken. Nichts Auffälliges. Und wie gesagt, Mia. Sehr Mia-verdächtig. Noch ein Püppchen. Auch hier nichts Auffälliges auszumachen. Was denn? Was denn? Was denn? Mia? Oh, da lässt man nicht mal eine Minute aus den Augen. Weißt du, ich war nur eine Raumweide. Schon macht sie los. Ja, aber da lag sie ja nicht so ganz falsch. Hier gibt es ja doch eine Tür. Man hätte nur mal dagegen drücken müssen, ein bisschen. Gut getarnt, aber gut getarnt. Wir haben jetzt auch keine Zeit. Unsere Frau wird vermisst. Mal wieder. Nicht, dass es wieder 3 Jahre dauert. Genau, da wird uns schon die Tür geöffnet. Normalerweise würde ich jetzt sofort damit rechnen, dass jetzt links jemand steht. Und ich gucke das auch sofort nach. Nö. Oh, die geht ja von beiden Seiten auf. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Und es shift. Aber sind wir nicht im Hellen hergekommen? Wie kann das jetzt schon wieder dunkel sein? Nichts. Wo ist die jetzt hin? Ich kann Hilfe holen. Hoffe ich. Ich rufe Mutti an. Besetzzeichen. Auf jeden Fall ist ja ein Ton da. Das ist schon mal nicht so schlecht. Das heißt, tot ist das Telefon nicht. Ja, da oben speichert doch wieder irgendwas. Jetzt wird hier gleich wieder irgendwas passieren. Oh, Karte des Gästehauses. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Schwupps. Küche. Wohnzimmer? Ja, von da kommen wir ja. Geheimgang? Achso, ja, da, richtig. Das ist ja im Wohnzimmer. Ist auch gut, dass es so immer auf der Karte eingezeichnet ist, so ein Geheimgang, ne? Damit auch jeder Bescheid weiß, der hier mal zu Gast ist. Achtung, wir haben ja auch einen Geheimgang im Haus. Erstes OG. Dachboden. Untergeschoss. Ja, da waren wir auch überall unterwegs. Und was haben wir hier? Bad. Ordnungsgemäß schließen. Ich will hier keine Unordnung reinbringen. Das Bad. Mal einen Blick in die Schüssel riskieren. Nichts auszumachen. Aber hier ist auch kein Fenster mehr drin. Nö. Hier regnet es rein. Was haben wir denn hier? Ja, bitte. Besetzt. Moment. Ja, ich komme gleich. Ich drück noch. Jetzt war eilig. Oh, ey, wo kommt das her? Ja, ich wollte erstmal... Ich bin total nervös. Ich werde erstmal das Objekt untersuchen. Wir haben hier ein
Medizinfläschchen. Was ja wahrscheinlich gleich seine Verwendung finden wird. Wo kommt denn das Gepolter her? Das ist hier hinter dem Raum. Oh, noch eins. Das ist definitiv hier hinter. Definitiv. Oh, 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 oh. Das ist die Tür da hinten. Wir sollten erstmal einen Fluchtplan auskundschaften. Ein Schlüsselloch bitte nicht. Okay, dann schauen wir mal, wer das ist, ne? Wollen wir den mal reinlassen? Ja, und plötzlich ist Ruhe im Karton. Wenn ich noch einmal kommen muss! Na gut, wir schauen uns mal um. Mia? Oh Gott, aber sie ist nicht gut drauf. Alter Schwede, was hat die denn für eine Power, bitte? Will die mich jetzt ernsthaft kalt machen? Oh, oh, drück, 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 drück. Oh, voll rein in die Hand. Oh, können wir hier weglaufen? Oh Gott! Oh. Wie soll man denn das überleben? Oh, ins Gesicht! Nicht ins Gesicht! Oh, das schöne Gesicht! Das sieht doch, oh, das sieht doch echt ungesund aus! Die Blute! Oh. Ich kann sie hören! Oh Gott! Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft! Wir brauchen einen Pfarrer. Ich war böse. Ich verdiene das. Die ist definitiv besessen. Bist du mir? Erste Hilfe verwenden. Die ist definitiv besessen. Also ich würde dermaßen erstmal einen Pfarrer kontaktieren. Und wo ist das Messer? Das ist hier die Frau. Ich sollte erstmal die Waffe sichern. Die ist weg. Spurlos verschwunden. Genauso mysteriös wie dieser Vorfall hier. Oh, ey, was ist denn das? Da steckt doch der Teufel in ihr drin. Wäre ich bloß nicht hergefahren. So, jetzt müssen wir uns auf den Kampf einlassen wahrscheinlich. Du hättest nicht kommen sollen, Ethan. Jetzt musst auch du tot sein. Oh, auf die Fresse. Sie trifft uns nicht. Oh, 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 auf die 12. Komm, gib mir noch eine. Oh. Oh, Entschuldigung. Ich bin jetzt gerade ein bisschen entsetzt, ehrlich gesagt. Das wollte ich nicht. Du standest gerade ungünstig und plötzlich war... Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Oh. Genau in dem Moment geht das Telefon. Oh mein Gott, ich habe gerade meine Freundin gekillt. Oder irgendwas, was in ihr drin war, aber damit ja auch ihren Körper. Oh Gott. Okay, wir haben uns 3 Jahre nicht gesehen. Nee, das ist auch nicht passiert. Ich mache wieder los. Vorher schaue ich mir noch mal ein bisschen um. In aller Ruhe. Ja, nichts verpassen. Scheiß, die Wand doch an, ey. Was war das denn bitte jetzt? Also sag mal so, ein Zombie ist das nicht. Das war was ganz anderes. Irgendwas Besessenes.
Und ich denke mal, deswegen war sie auch in diesem Raum eingesperrt. Weil sie einfach eine Gefahr für sich selbst und für alle anderen wahrscheinlich ist. Ja, hallo? Mal rangehen hier. Du wirst echt nicht herkommen wollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Ja, der ist ein bisschen gefasst auch, ne? Oh, ich wollte schon sagen, hier geht wieder eine Tür auf, ey. Lass die Tür zu. Oh, aber nettes Deckchen und vor allen Dingen sauber. Das Ding wurde vor kurzem gewaschen. Um einfach mal ein bisschen mehr Atmosphäre reinzubringen in diesen Raum. Ein bisschen mehr Frische, einfach. Ein frisches Deckchen, schadet nie. Das wertet das gleich auch ganz auf hier, ne? Auch mit der Lampe ist auch geil. Soll ich mir auch überlegen, sollte man sich mal installieren in so einem Flur? Ach nee, du. Ja, das war natürlich sowas von klar. Aber sie hat wenigstens die Axt da gelassen. Sie ist nicht mehr da. Mia. Und wir sind bewaffnet. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Wir können ja vor allen Dingen auch zuschlagen, das ist schon mal gut. Oh, und wir können das hier machen. Ich denke mal, das soll sowas wie ein Block sein oder so, ich weiß es nicht. Also wenn ich die LT-Taste gedrückt halte, kann ich die Waffe quasi vor mich legen. Können wir das auch? Oh, das ist geil. Das ist authentisch. Gucken wir nochmal rein. Bist du hier? Im Klo? Also auf dem Klo, nicht im Klo. Das wäre ein bisschen eng. Ach ja. Hat sie hier noch irgendwie was geöffnet? Nö. Ah, hier. Die ist hier ja auch definitiv lang gekommen. Die hat sich hier lang gehangelt. Wir sollen zum Dachboden. Also wieder hoch. Das wird auch schon mal direkt gespeichert. Und wir schauen doch einfach mal. Mann, die kann doch überall sein. Die ist ja auch so flink. Und auf allen Vieren. Wir müssen jetzt mal wirklich jeden Raum absichern hier. Und vor allen Dingen auch da nochmal einen Blick riskieren. Meine Freundin ist auf der Jagd nach mir. Das beunruhigt mich ein bisschen. Ich wollte sie auch nur retten eigentlich. Aber Strom scheint auch zu funktionieren. Zum Teil. Ich weiß, wir sollen raus. Trotzdem sichere ich erstmal das untere Gebiet. Oh! Gut, dass wir hier langkommen. Ja, wir haben hier noch einen Schrank mit einer Kette. Da können wir ja nochmal schön. Das mache ich auch zuerst. Nicht, dass da hinten gleich wieder irgendwas passiert und wir hier nicht mehr rankommen. Im Eifer des Gefechts. Machen wir auf die Hütte. Ah! Ja, guck mal an. Gut, dass wir hier lang gegangen sind. Eine Sicherung. Im Schrank verwahrt. Ein paar beruhigende Bilder, die mich ein bisschen runterbringen sollen. Vielleicht. Ich würde trotzdem erstmal gerne die Vordertür versuchen, wenn es geht. Es ist nur eine Holztür, ne? Und wir haben eine Axt in der Hand. Also ernsthaft, ich würde ja... Ich würde ja versuchen. Oh, haben wir die Kerbe hier reingemacht? Huch! Das können wir doch über die Versicherung klären, aber eine Kerbe mehr oder weniger, die macht den Kohli auch nicht fett, ne? Ich habe mich jetzt gerade verguckt, oder? Da lief doch gerade jemand lang. Da lief definitiv jemand lang. Oh, Scheiße. Da gehe ich jetzt nicht nochmal lang. Definitiv nicht.
Oh Gott, ich hab definitiv was gesehen. Ich bin mir ganz sicher. Ich möchte jetzt am liebsten einfach nur alles im Blick haben gerade. Oh Scheiße, wir können ja noch nicht hoch. Wir müssen erstmal die Sicherung einpflanzen. Oh, jeder Blick ist zu viel. Für meine Nerven. Für meine Nerven. Wo ist sie hingegangen? Bitte lass sie hochgegangen sein. Nicht hier rein. Nicht hinter der Tür. Da ist noch offen. Kann ich so wieder schließen eigentlich? Das wäre. Ich will mich jetzt gar nicht länger aufhalten. Ich will nach Hause. Sicherung. In einem Sicherungskasten verwenden, um die Stromversorgung wieder herzustellen. Das blinkt. Die rennt uns gleich sowas von wieder an die Gurgel. Die will eine zweite Runde, die kann sie kriegen. Können wir das auch zumachen? Ich meine einfach, ist ja sicher. Ja, ist ja auch wieder einfach nur ein Warnhinweis für uns, damit wir wissen, da kommt was von hinten. Oh! Ist okay, ich bin. Ich hab's gewusst. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Die hat irgendwas hinter sich. Das du nicht tun darfst! Verdammt, Bill! Oh! Oh Gott! Kriegen wir das auch ab? Oh. Ey, Scheiße! Hier kommt eine Kettensäge! Hier kommt eine Kettensäge! Jetzt sehen wir mal. Oh Gott! Oh Gott! Ernsthaft? What? Oh. Wo ist die Axt? Oh Gott, wir sterben. Wir krepieren. Kann ich das desinfizieren irgendwie? Also ganz ehrlich, so ein bisschen Desinfektionszeug auf dem Arm, das wird uns jetzt auch nicht geholfen haben, ne? Oh Scheiße, die hat uns den Arm abgesägt. Laufen wir jetzt ernsthaft mit einem Arm hier rum? Oh Gott! Oh, ich bin ein bisschen entsetzt, ehrlich gesagt. Das ist. Die hat uns mal schön einen Arm abgesägt. Da läufst du doch nicht mehr durch die Gegend. Also das ist doch. Also ich bin ein bisschen erstaunt. Oh Gott, eine Knarre. Okay, gut. Ganz genau. Jetzt ist Ende im Gelände. Also die wird jetzt über den Haufen geschossen. Also wenn die mir noch einmal blöd kommt. Einen Arm haben wir ja glücklicherweise noch. Die ist doch auch hier oben, oder? Die ist doch hier oben. Ja gut, das war sie jetzt nicht. Die Türen werden hier bestimmt automatisch zugehen, denke ich. Okay, hoffe ich jetzt mal. War hier noch irgendwas? Rechts eine Tür oder so? Nee. Ich kann es aber noch nicht fassen, wir haben nur noch einen Arm. Lag der Arm eigentlich da unten noch oder hat sie ihn mitgenommen? Ich glaube, man hat sie mitgenommen. Ich hätte fast auf die Puppe geschossen. Mach die Tür zu. Okay, wir haben Patronen. Wie lade ich hier nach, ist hier die Frage. Wir haben 7 Schuss. Relativ kraftvolle Pistole. Sie ist in einem schlechten Zustand oder scheint noch. Aber scheint noch brauchbar zu sein. Kombinieren Munition für die Standardpistole.
Oh Mann, ne. Das wird ein kurzes Vergnügen. Vielleicht sind wir auch gleich schon durch, ne? Das kann natürlich auch sein. Das sieht mir offen aus. Aber wo wir schon mal hier sind. Oh ja, Moni ohne Ende. Die kriegt die volle Ladung reingedrückt. Ich drück das ganze Magazin in die alte rein. Kann ich das auch kaputt machen? Kann ich irgendwie schlagen? Das würde ich jetzt gerne mal... Oh. Das will ich jetzt einfach mal ausprobieren. Das hält ja noch durch ein paar Minuten. Ich werde nochmal... Aha. Wir können auch einfach das drücken. Jawolli! Randale! Zack, die Bohne! So. Na, ein bisschen Frust rausgelassen. Und gleich wieder die Knarre gezückt. Nichts Brauchbares, nichts Verwertbares da. Das haben wir nochmal schön auf uns aufmerksam gemacht. Hier schläft ja auch jemand vor allen Dingen. Ne? Ich werde hier nochmal kurz einen Blick riskieren. Aber ich habe genug, ey. Wir machen jetzt los. Raus aus dem Nest. Sie ist hinter uns. Oder über uns. Oh! 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 Oh Gott! Oh, er läuft auch nicht mehr so richtig rund. Oh Gott! Lass nach! Oh je, oh je, oh je! You are dead. Ganz klar neu starten, ne? Ganz klar, du. Vielleicht mal weitermachen. Ah. Mia bekämpfen. Mia ist gefährlich, wenn sie durchdreht. Sie muss mit allen Mitteln aufgehalten werden. Das ist mir auch schon aufgefallen. Die Frau ist irgendwie ein bisschen komisch drauf. Nachladen drücken sie X, um nachzuladen. Aber Vorsicht, beim Nachladen sind sie nicht gegen Angriffe geschützt. Auch das haben wir gerade erfahren. Halten sie von Gegnern Abstand und zielen sie auf den Kopf, um maximalen Schaden zu verursachen. Auch das habe ich gerade versucht, war nicht immer möglich. Erste-Hilfe-Arznei war dann nicht mehr drin. Die Karte kennen wir, schnelles Umdrehen. Oh, das ist gut zu wissen. Drücke und B, um schnell 180 Grad zu drehen. Gegenstände untersuchen. Oh. Ja, so ist das manchmal.